Gibt übrigens ja auch Zauber in diesem Spiel, die zum Beispiel Gegner in... Hinter euch ist eine Tür erschienen. Ich will aber zuerst hier rein. Schwert drauf behalten. Gut. Komm mit. Immer. Nicht hier lang. Ich muss hier die Treppe runter. Sonst gibt es hier nichts mehr. Okay. Der Engel ist erledigt. Katzentruhe. Genau, das ist auch ein Gegner. Ah! Scheiße. Drüsse richtig. Scheiße. Komm mit. Weg, 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 weg. Boah. Nee. So eine Scheiße. Mit, komm mit. Gerade noch. Ja, ich hab das Ziel schon vor Augen. Hallo? Einmal voll machen, bitte. Ah, das ist die Höhlenmauer. Und dann... Ich will auch eigentlich die Analyse zu wahren. Analyse. Analyse. Level. KP. MP. Karo. Sand. Immer Laterne. Ah.
Laterne. Ich habe aber Laterne leider noch nicht. Versuche ich es mal mit Blitz. Aber kannst du ja nicht mehr irgendwo auf ihn wirken. Okay, voll Monty. Nimm mal eine Walnuss. Diese Höllenmauer ist übrigens auch noch nicht mal der Endboss. Also es gibt noch einen stärkeren, den wir am Ende bekämpfen müssen, und der Kampf wird, sollten wir keine Magie mehr haben, Arschlagen. Glaube ich zumindest. Also zumindest Arschlagen. Besiegt. Und weiter geht's. Peitschenorb erhalten. Hallo. Wieder nur stumm. Zellerhagen. Hagen, Zelda, endlich. Zelda Hagen, es geht dir gut. Ja, geht's auch mal weiter. Holo, hey, was machst du? Hagen, sie gehört mir. Dieser, was hast du vor? Hagen, Tantalus braucht ihre Hilfe, hehe. Holo, Hagen, ich dachte, du liebst sie. Na, warte, du Schuft. Hagen, ouch! Zelda, Zelda, ah! Das habe ich gebraucht, es tut mir leid, hilf ihr, Polo! Hagen, geht durch die Tür hinter mir! Polo, Zelda. Ah. Tantalus. Ha. Bleibt, wo ihr seid. Gut, sie hat sehr viel Lebensenergie. Was zum... Tantalus, hey, aufhören. Zelda, wo bin ich?
Polo Zelda, die lebt. Dieser tatsächlich. Tantalus. Ah, das ist Hagen. Er hat ihr seine Lebenskraft übertragen. Was glaubt ihr eigentlich, mit wem ihr es hier zu tun habt? Jetzt reicht es mir mit euch. Panikmeister. Ah, und das ist der Endboss. Ich fülle jetzt nochmal meine Magie auf. Ich glaube, Elektras Magie war am stärksten in ihn, weil so kriege ich ihn überhaupt noch ohne Magie. Okay, also ich würde sagen, ab hier beende ich die Aufnahme erstmal und ich gucke mal im Lösungsbuch nach, ob ich ihn und Magie kriege. Wenn ich keine Chance habe, ihn zu besiegen, dann ja, melde ich. Dann kaufe ich nochmal ein. Ich habe ja Safe Sets gesetzt. Also, bis dann. Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Secret of Mana. Ich dürfte jetzt hier andere Werte stehen haben, wie, also ich habe nochmal eingekauft und den ganzen Tempel bis zum Panikmeister durchgespielt. Und ich habe auch die Waffenorbs und alles eingesammelt, was ich im Tempel eingesammelt habe, und ich habe sicherlich nicht mehr das selbe Level, wie als ich in der letzten Aufnahme ja ankam. Ah, und ich hoffe, dass es jetzt reichen wird, aber ich denke schon. So, weil mit dem Waffen auf jeden Fall auf ihn loszugehen wäre ein wohl ziemlich schwerer Kampf geworden. Und darauf hatte ich keine Lust. Ja, keine Ahnung, wahrscheinlich welche mit ihm. Ja. Beziehungsweise mit Waffen stand das eben nur schwer beizukommen. Ich wusste gar nicht, ob ich ihn ohne Waffen besiegen kann. Ja, was ich vielleicht sogar gekonnt hätte. Danke. Steh auf. Genau. Mal.
geh doch. Ich will noch mal angreifen. Oder ist er schon tot? Nee, der ist eben noch nicht tot. Dankeschön, Spiel. Danke, dass du mich so... Ah, man kann ihn von der Seite attackieren irgendwie. Na, so. Zauber ihn schon. Dieser Zauberlevel gestiegen. Okay. Dieser jetzt nochmal. Das ist eigentlich doof gemacht, weil jetzt wird mir hier Laterne eigentlich ja bei der Höllenmauer angezeigt und die habe ich noch gar nicht. Kann ich ja noch gar nicht haben. Glaube ich. So, jetzt ist er kaputt. Und weiter geht's. Bumerang-Orb erhalten. Zeller, wo ist Hagen? Hagen! Hagen. Ja, ich weiß. Hagen, 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 Hagen. Zeller, lass sie doch. Also, das sagt Lisa. Zelda, schnüff, schon gut, ich bin okay. Ich finde ihn noch. Okay. Ah, alle sind scheinbar wieder weg. Ach so, klasse. Sei bringt mich immer dahin, wo ich zuletzt außerhalb des Tempels war und das war, als ich einen Orb natürlich eingesammelt habe. Also müssen wir jetzt noch Treppen runterlatschen. Wer verteilt eigentlich die Truhen mit den Schwertorbs bei Secret of Mana? Ich mache dann auch mal Schluss und bearbeite wieder die Videos. Okay, und hier verabschiede ich mich jetzt von euch. Bis dann.